Hallo, willkommen bei mir in Cracktech New Horizons. Leute, in der Mine, wo ich gewesen bin, Moment, ich spring schnell mal hin. Da habe ich die letzten beiden Sachen gefunden, die ich brauche, nämlich Redstone und Zinn, wenn er denn hinspringt. Und allerdings habe ich hier einige Spinnen. Vorhin wäre ich fast wieder gestorben an so einer kleinen Spinne. Und diese giftigen hier vor allem. Und da hinten laufen sie alle. Ja, das ist schwierig. Also hier würde ich jetzt neben Polusite Mica Casarite finden, nebenbei. Mica ist auch, glaube ich, ganz selten hier auf dem Server. Vor allem muss ich mal schauen, wie ich da vorne diesen Spinnenspawn dicht bekomme, weil ich traue den Frieden hier nicht. Und dem Gang hier vorne, ich bin einfach mal, habe alles ausgeleuchtet hier, da habe ich auch Redstone gefunden. Das heißt, ich baue mir jetzt erstmal. Ah, oh, die Spinne machen mich so nervös, ne? Ich baue das jetzt hier erstmal alles so weit ab. Auch Mika werde ich mitnehmen, falls ich schon abbauen kann. Mit Kupfer, ja, sollte ich können. Ich baue das alles ab, werde ich mit Sicherheit brauchen. Und ich habe mir jetzt auch eine Axt mitgenommen hier, damit ich mir mal ein paar Bretter hier zusammen. Ja, schnorren kann, sagen wir mal. Brauche ich nicht so viel Holz sammeln. Und ich habe hier unten mehr Platz und ja. Okay, bis ich das dann alles habe. Ach so, ja, die Modifier, meine Spitzhacke und so hat sich auch wieder aufgefrischt. Ich werde hier hinten erstmal so alles wegklopfen, was ich an Erzen finde. Und ihr seht es dann, wenn ich es abgebaut habe, zeige ich euch meine Ausbeute und vor allem, was ich freigeschalten habe. Alles andere, denke ich, würde für euch jetzt zu langweilig werden. So schaut der Gang jetzt noch aus und wir sehen uns gleich wieder. So, hier bin ich wieder. Hab alle meine Erze gefarmt. Schaut ein wenig wild hier aus. Ich könnte jetzt hier noch wahrscheinlich mehrere Stunden verbringen, um alles hier aufzusammeln. Hier in dem ganzen Redstone-Bereich. Also schaut schon richtig irre aus. Hab mir das auch gleich markiert für später mal. Ja, so sieht es aus, wenn ich momentan farme, weil ich habe noch kein richtiges Werkzeug. Deswegen geht es jetzt ab nach Hause. Und gleichzeitig werde ich natürlich jetzt auch alles freischalten, weil ich hier schon vorbereitet habe. Ich schnell mal alles ablegen. Alles, was ich hier nicht brauche, letztendlich muss ich hier irgendwo ablegen. Dieses Polyzid-Zeug und so, das brauche ich alles nicht. Zwischendurch ein paar Fäden noch geholt. Mika, okay. So. Hier sind meine ganzen gefarmten Erze. Das Buch liegt auf einer Taste, die habe ich jetzt gerade gedrückt. Und ich habe alles hier freigeschalten momentan. Redstone, dann kriege ich diese Essenzbeere, die ich brauche. Werde ich später claimen. So, und jetzt benötige ich. Für was brauche ich den Kessel? Ach so, den muss ich mit Wasser füllen, um quasi Crushed Redstone zu bekommen. Und Impure Pile, das habe ich bereits hier doch irgendwo gefunden. Impure Pile habe ich doch schon rausgeklopft. Crushed Redstone. Nochmal schauen. Okay, da brauche ich noch 20 hier. Und Redstone habe ich doch, glaube ich, auch schon gefunden. Gut. Dann werde ich mir doch das mal basteln. Ich nehme trotzdem mein Questbuch in die Hand, weil ich habe das zwar auf eine Taste gelegt, aber irgendwie habe ich doch gerne mein Buch in der Hand. So, ich brauche einen Wassereimer. Ich habe doch irgendwo. Ich habe doch einen Eimer bekommen, oder? Wo habe ich nur einen Eimer hingelegt? Ich habe doch einen Eimer geclaimt. Ach so, Kasserit habe ich auch noch gesammelt. Wo ist denn mein Eimer? Das Ding brauche ich.
Aber jetzt, ne? Muss ich nochmal in mein Buch schauen. Ich habe doch hier irgendwo so ein Eimer erhalten. Hier. Nee. Ich hab mir doch einen Eimer geklemmt, Leute. Wie lässt sich denn der herstellen? Wahrscheinlich kann ich den gar nicht herstellen. Dann hätte ich ein Problem. Brauche ich wirklich Eisenplatten? Brauche ich 6 Eisen, um den Eimer zu machen? Dann muss ich wohl mir noch einen basteln. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hilft alles nichts. Weil ich echt nicht weiß, wo der ist. Oder ich habe ihn jetzt hier übersehen. Ich keine Ahnung. Warte mal, da habe ich ja noch 2 Eisenplatten. Dann brauche ich ja nur 2. So, Hammer weg. Hammer rein. Eimer. Ich weiß nicht, wo mein anderer Eimer ist. Ehrlich. Gut. Schon wieder Nacht. Mann, 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 Mann. Also, ich werde jetzt heute versuchen, so weit zu kommen, wie es geht. Ich schnapp mir hier mal. Ja, ich werde euch auch noch schlachten, keine Panik. So, jetzt habe ich den Eimer. Oh, meine Maulbeeren sind auch gewachsen. Hervorragend. So, was brauche ich denn jetzt hier? Ich wollte das abschließen. Den Hammer, achso, den Hammer brauche ich noch. Dann nehme ich ihn mit. Ein Eimer Wasser habe ich. So, das heißt. Das sind Control-Crew. Where you can mine with a corrected crafting table to get some redstone dust. After this, fill in a cauldron with water. Ja, okay, dann mache ich dann die hier. Das ist in Ordnung. Und das Crusher, das bedeutet, ich soll hier Redstone mit dem Hammer bearbeiten. Für was brauche ich den Hammer? Gibt doch gar keinen Sinn. Hä? Ich muss einen Hammer craften. So, das crush it. Forge Hammer. Okay. Redstone. Hammer. Ich denke, ich werde hier einen Mortar wieder brauchen. Nee. Okay, pass auf. Und ich hau mal einen Redstone in den Ofen. Wo hab ich denn Kohle drin? Passiert da was? Nee. What the hell? Wie bringe ich das jetzt zusammen? Den Kessel verstehe ich. Den habe ich ja eigentlich schon hier. Verstehe ich jetzt gerade momentan nicht. Nochmal checken. Also jetzt kann ich hier Wasser einfüllen. Das habe ich gelernt. Ich kann dann quasi das hier reinschmeißen. Dann kriege ich hier Redstone. Aber wie bekomme ich jetzt aus den Redstone das Crush It? Where you can mine with a Crackdeck. Ach, ich soll es mit einem Hammer abbauen. Ach komm. Also müsste ich jetzt ja das Redstone hier hinklopfen und mit dem Hammer abbauen. Ah, alles klar. Da kriege ich immer bloß eins. Na, dann machen wir das doch so viel. Dann machen wir noch 10 Stück. Dann habe ich das auch. Ja, manchmal sollte man den Text richtig durchlesen, bevor man jetzt hier irgendwas macht. So. Schauen wir mal. Then use the hammer and the crafting table to get some impure redstone dust. Nur dann schauen wir mal, wie ihr das meint. Das heißt, ich soll quasi das hier reinlegen und mit dem Hammer draufschlagen. Tatsächlich.
Okay. Nein, mein Hammer kaputt. Aber das ist nicht so schlimm. Das habe ich jetzt quasi auch. Und Redstone, das ist mir auf jeden Fall bekannt. Und da werde ich auch einiges davon brauchen. Deswegen schmeiße ich das auch gleich komplett alles rein. Komm. Ja, dass man den Ärzten immer sagen soll, wo es hin soll, wo sie hin sollen. Okay, freigeschalten. Redstone-Ohre, zwei Eimer. Beutetasche. Lass ich mal offen. Redstone Haste. Ach ja, ich brauche 128. Dann kriege ich einen Niederstein-Werkzeuggriff. Hat schon einen Modifikator drauf. Okay. Das bedeutet also, ich muss hier. Wie viel habe ich jetzt noch? 13, 31, 41 brauche ich jetzt noch. Und die habe ich doch eigentlich 40. Die mache ich. Komm. Achso, ich brauche erstmal einen Hammer. Der Hammer. Hammer vergessen. Ja. Hämmerle. Ne, was? Das habe ich doch hier im Buch. Ich habe doch alles hier im Buch. Hier. Und zwar der Hammer war. Mach ich einen Eisenhammer, genau, mit dem Stab. Habe ich noch sechs Eisen? Habe ich noch. Das habe ich noch. Und ein Stäbchen habe ich auch. So. Das sollte genügen. Jawohl. Und pass auf, da mache ich nicht so viel. Wie viel habe ich gesagt? 300 auf 40, ne? Ach komm. Ah, Hammer hält. Und rein mit euch ins kühle Nass. Zack. Na komm, sprich. Ja, freigeschalten. Niederstein-Werkzeuggriff. Lasse ich auch noch offen. Gut. Jetzt habe ich hier Zinn gefunden. Das heißt, ich muss mein Kasserit hier einschmelzen. Das ich gefunden habe. Das mache ich natürlich auch auf zweimal. So. Und? Cinnabar? Hier. Machen wir nochmal so eine Kohle da rein. Okay. Ich könnte natürlich jetzt auch nebenbei, wo ist denn meine normale Kohle? Habe ich da nur eine? Ich glaube, wenn ich Kohle hier unten in den Kokofen gebe, der ist sowieso leer, müsste er Koks produzieren. Und das brennt auf jeden Fall schneller. Nee, schneller nicht, aber länger. Okay. Ja. Man kommt schon dahin, wo man hin will. Ich muss erstmal aufräumen. Und zwar, ich könnte mir jetzt auf meine Spitzhacke quasi Geschwindigkeit drauf machen. Das ist aber eigentlich Blödsinn, weil ich hier mit dem Bronzeteil letztendlich. Hallo, wie soll ich das machen? Ich habe noch keine Schmelze. Ich habe doch noch keine Schmelze. Wo schalte ich denn die frei? Mal klemmen. Wo schalte ich meine Schmelze frei? Wahrscheinlich, wenn ich Bronze gemacht habe. Genau. Und da brauche ich 16. 16 mal. Oh, ich habe da schon 12. Jawohl. Das kleme ich mir auch später. Und jetzt mache ich Bronze. Das heißt, ich brauche 32 Bronze. Das soll ich also entweder im Macerator machen oder im Mortar. 32. Ich muss hier schon mal ein bisschen aufräumen, Leute. Und zwar muss das alles mal weg hier, was ich nicht brauche. Um einfach eine bessere Übersicht zu bekommen. So. Das schmeiße ich da wieder rein. Und ich soll jetzt quasi. Ne, warte mal, ich kann doch hier. Kann ich das nicht so auch machen, dass ich sage, ich möchte 3 Kupfer und ein Zinn? Das will er nicht, ne? Ach, hör halt auf. Ich soll jetzt quasi meinen Kupfer und meinen Zinn. Habe ich da was Kleines? Ich probiere schon mal aus. Also habe ich nur ein Kupfer. Ich soll quasi mein Kupfer und mein Zinn jetzt mit dem
Mortar zur Dust verarbeiten, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, drei. Macht er mehreres gleichzeitig? Nee. Und Zinn. Also ich brauche dann, weil das ist ja 3 zu 1, habe ich gelesen irgendwo. Bronzetast. Genau, 3 zu 1. Ach, dann kriege ich 3 Stück raus. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Dann machen wir das mal alles zu das, wobei alles zu das will ich gar nicht machen. 32. 3 Stück habe ich schon. 29, erstmal das hier. Zack. 27, 31, 32. Ach so, das reicht ja gar nicht. Ja, ich weiß. Kein Problem. Ich habe genug. Das machen wir auch so. Zack. Dann habe ich jetzt erstmal 10. Ne, 30. Ja. Stimmt, das hat ja immer 3 gegeben. Juhu. Okay. Juhu. Reicht noch nicht. Zu früh gefreut. Ich brauche noch einen. Und was habe ich denn da hier? Small Tin of Tin Dust. Ja, auch nicht schlecht. Pass mal auf. So. So und so. Und die nächsten drei. So, jetzt habe ich es aber freigeschalten. Genau. Und jetzt muss ich das brennen, so wie es ausschaut. Dann begebe ich mich mal hier. Ach komm, ich hau mir die ganze Kohle da rein, wa? Obwohl, ich kann das auf zweimal brennen. Ist sinnvoller. Dann schmeiße ich das hier wieder raus. Okay. Legen wir mal hier ab, das Ganze. Das brauche ich zum Reparieren. Wunderbar. Die Axt schleppe ich mit mir rum. Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Kasserit. Schmeiße ich da oben rein. Da habe ich jetzt ein bisschen Platz gemacht. Und das schmeiße ich so rein. Das hebe ich auf, hebe ich auf, hebe ich auf, hebe ich auf. Okay. Und es wird Zeit, was zu naschen. Und nochmal. Jawohl. Dann können wir gleich mal nachschauen, ob wir es auffüllen müssen. Jawohl. Muss ich auffüllen mit, was nehme ich denn jetzt ein bisschen? Einfach mal das weg und das weg. Dann kriege ich wieder Platz in der Kiste. Und alles ist gut. Und, ach Mann, jetzt ist es schon wieder Nacht. Wisst ihr, was komisch ist? Was mir aufgefallen ist? Ich habe jetzt in der Höhle eigentlich alles in unmittelbarer Nähe gefunden, was ich benötige. Ich weiß jetzt nicht, ob das von dem Questbuch her so gesteuert wird. Kann ich jetzt gar nicht sagen. So, und irgendwo waren noch Erdbeeren. Habe ich noch gebraucht für meinen letzten Erdbeershake. Oh Mann, Junge, die Tür. Mein Mallet habe ich hier hinten gehabt. Okay, dann müssen wir schnell wieder ein Mallet herstellen. Der war mit Holz, glaube ich. Einfach nur so mit Holz. Genau. Und meine zwei Säfte machen. Die habe ich hier. Dann soll ich die nächste Quest freigeschalten haben. Und zwar die Futter-Futter-Futter-Quest. Da unten, genau. Joyce. Was nehme ich denn? Nehme ich Fast Food? Soll ich mal Fast Food ausprobieren? Weil die Shakes, glaube ich, die kann ich herstellen. Wobei Bananen habe ich noch nicht und so. Ich nehme jetzt einfach mir hier so eine Fast Food Tasche und schau mal, was ich da rausbekomme, wenn ich die öffne. Zack. Ach komm, ist nicht dein Ernst jetzt. Okay, alles klar. Wo hatte ich denn die versteckt hier, ne? Genau. So, und dann schmeiße ich die da rein. Das sind so immer so kleine Nebenquests, die ich gerne mitmache. Einfach, damit ich auch weiterkomme. Hier, da brauche ich dann die ganze Küchenware. Den Teig habe ich da auch schon hergestellt. Als nächstes müsste ich mir dann Brot backen. Aber ich glaube, das mache ich in einer anderen Folge. Da mache ich dann, kümmere ich mich mal quasi nur ums Essen. Jetzt habe ich erstmal die beiden. Ich bin mir immer so unsicher, was ich nehmen soll. Essen, Essen, Essen oder eine Beutetasche. Und Bronze, dann kriege ich Curryreis. Okay. Und dann geht es hier schon weiter. Crack Deck 6 Stalpipes.
Mir geht es darum, dass ich hier quasi erstmal besseres Werkzeug machen kann. Und dazu brauche ich aber Aluminium und Kupfer. Can create brittle aluminium brass. These can be used in the mines, some more advanced ores, but the smeltery. See the multi-block goals. Ah, multi-block für die Smeltery. Zuerst schaue ich mal meine Öfen an, wie es da ausschaut. 16 Bronze und 17 Bronze, das sollte reichen. Genau, da kriege ich Curry Rice, lasse ich auch noch ungeclaimed. Und dann soll ich mir quasi hier, ja, das ist schon sozusagen die Vorbereitung für die für das Dampfzeitalter. Lasse ich aber mal offen. Denn ich wollte jetzt Multi-Block Goals anschauen, Smeltery. Was habe ich hier? Okay, die Tanks. Da brauche ich Eisen ohne Ende. Das ist wichtig. Das ist auf jeden Fall wichtig. Das bedeutet, ich habe eine Nachricht bekommen. Okay, das sollte natürlich so nicht sein. Schnell mal deaktivieren. Ich brauche jetzt Clay Dust. Okay, das kann ich wieder herstellen. Metal machen. 162. Und dann geht's richtig los. Muss ich das alles? Ach, alles Crafting Tags. Tasks. Das heißt, die gefundenen Sachen draußen, die kann ich alle in die Tonne treten. Ja. Okay, das wird dann mein nächstes Ziel werden. Zeitlich schaffe ich das jetzt wahrscheinlich in der Folge gar nicht. Ich werde dann hier die ganzen Beeren könnte ich eigentlich sammeln und mir ein bisschen erstmal einen Überblick verschaffen, was ich denn alles habe und was ich denn alles noch machen möchte. Ach, warte mal, seht ihr hier? Ich habe noch Matschbälle, die kann ich auch verwenden für eine bessere Rüstung. Wobei, ich weiß gar nicht, wie viel Haltbarkeit hat meine Rüstung. Protection 2, Haltbarkeit 32. Und wenn ich jetzt die Matschrüstung mache, was hatten die? Protection 1. Das ist ja lustig. Da kriege ich aber Holz und eine Beutetasche. Naja, 24 Matschbälle habe ich. Wisst ihr was? Die stelle ich schnell her. Die Matschrüstung, wobei, oh, da ist mein Mallet. Wobei das eigentlich ein Krampf ist. Die werde ich nie anziehen. Weil ich möchte ja ordentlich rumlaufen. Aber wenn es gefordert ist, dann machen wir das. Vielleicht brauche ich das zum Freischalten. Dann nehme ich mir. Ach komm, ich nehme Beutetasche. Beutetaschen sind immer gut. Und die mache ich gleich auf. Diesmal. Ich habe noch nicht gewotet. Ich müsste mal machen. Meine Eierchen werden knapp. So. Das lege ich da ab. Und das lege ich da ab. Wie war das jetzt wieder hier unten, ne? Oder in der Mitte. Genau, dann schauen wir mal, was wir jetzt bekommen. Wahrscheinlich wieder Fast Food, gehe ich davon aus. Ja, irgendwas zu essen. Okay, das mache ich nicht mehr. Weil das ist mal eigentlich, sind mal meine Vote-Eier da zu schade. Die Matschrüstung selber, die hebe ich mir auf, sollte ich mal wieder sterben. Dann habe ich zumindest was Matschiges. Vielleicht haben da hier die Spinnen dann Angst vor mir oder die bleiben kleben oder ich weiß auch nicht. Die Bronze lege ich ab. So. Was haben wir jetzt noch? Als nächstes könnte ich ja quasi die Eisenrüstung noch herstellen, aber da brauche ich vier. Oh, Eisenplatten. Nee, Junge, das ist mir zu teuer. Federfall, Wasseraffinität. Ja, das wäre nicht schlecht, aber ich glaube, die finde ich dann später. Das ist mir noch zu teuer. Ich bräuchte ja quasi 48 Eisen. Nee, da warte ich definitiv ab. Was haben wir noch? Ach so, ich gehe jetzt nochmal gleich nach unten. Und schau mal, was ich hier an Gärten schon gesammelt habe. Dann kann ich nämlich nebenbei, wenn ich eine Farming-Tour mache, also ich brauche hier 8, quasi die ganzen Sachen anpflanzen. 8. Da habe ich 8 Baumwolle, lasse ich 2 hier. Die habe ich 8. Da habe ich nur 4 Bodengarten. Den will ich mal da liegen lassen als Erinnerung. So, einmal, da nehme ich, lasse ich auch eine, damit ich die Reihenfolge weiß. Da lasse ich 2 hier. So. Dann gehen wir mal da rein. Lassen den Detektiv drüber laufen. So, dann sehe ich nämlich gleich, was ich noch brauche.
Wassergarten. Wo finde ich den Wassergarten eigentlich? Ach, den kann ich so herstellen. Ah. Okay, dann muss ich mal schauen, ob ich den finde. Wahrscheinlich finde ich den gar nicht. Dann brauche ich jede Menge Budengarten. Okay. Also ihr seht ja, es ist aus dem Inventar verschwunden. Das heißt, wenn ich mal wieder unterwegs bin, sammle ich Garten auf. Und jetzt will ich mal schauen, diese Kohle. Genau, die hat Koks gemacht. Alles klar. Dann lege ich mir schnell mal von den Kohle. Da habe ich ja zig Kohle. Ja, doch, ich mache es trotzdem, weil Koks ist, glaube ich, besser. Lege ich jetzt mal hier rein. Halt, Koks nehme ich hier. So, ich bin wieder hängen geblieben, ne? Ihr seht ja. Ich gehe nur noch mal kurz durch, was ich alles machen könnte. Töten, also ich müsste hier Monster töten, jede Menge Schafe. Aber das ist alles, mache ich alles, wenn ich eine gescheite Waffe habe. Lasse ich also gehen. Transportation. Ein Boot. Nee, will ich nicht. Die Minecart, muss ich das auch herstellen? Crafting, okay. Lasse ich auch gehen. Zauberei. Brauche ich einen Silberholzsetzling? Den habe ich. Den habe ich. Irgend. Wo? Hier. Dann kann ich das nämlich freischalten. Den behalte ich auch. Nee, Consume, ja. Ach so. Warte mal. Nein, jetzt ist er weg, ne? Ah, aber ich mache dir nichts. Macht dir nichts. Dann habe ich das auf jeden Fall freigeschalten irgendwie. So, dann als nächstes Look to the Edge. Witchery. Da brauche ich Gardener. Forestry. Da kenne ich mich eigentlich überhaupt nicht damit aus. Da müsste ich mich mal rein lesen. Da kann ich mir Erze holen gegen Coins. Tanned Leather. Leather. So, Building Better Bases. Das schaut auch gut aus. Vor allem die Lampe hier. Schnell mal schauen, wie die gehen. Autsch, Steinstäbe, muss ich ja. Steinstäbe, Fackel, Steinstufen, die klopfe ich mir aus der Farmwelt raus. Ist eigentlich gar nicht so schwer. Zwei Steine übereinander. Ja, dann muss ich noch ein paar Steine brennen. Dann baue ich mir nebenbei Laternen. Jawohl. So, dann brauche ich 8 Kohle. Okay. Die schmeiße ich gleich da unten rein. Dann kann ich mir wieder Teeröl herstellen lassen. Ach ja, Arbeit hat man eigentlich hier ohne Ende. Und ich mache mir jetzt die Arbeit, unten in der Küche mir was zu essen zu machen. Amos Chatbit, Fishing Farming Cooking. Das habe ich gesagt, mache ich in einer extra Folge. Gut. Die Tür. Lächerlich. Tanned Leather, das wollte ich noch machen, genau, für den Rucksack. Also meine nächsten Ziele, when all you have is a hammer. Look for the generator. Okay. Ach, da steht quasi drauf, was die alles machen. Was der Schraubenzieher macht, was die Wrench alles macht, dass ich da Maschinen abhauen kann. Und ein Wirecutter, den habe ich noch gar nicht hergestellt, weil ich noch keine Kabel herstellen kann. Ja, das kann man natürlich auf jeden Fall bestätigen. Und quasi, da geht es dann schon in das Special Reward News, die Hologlasses. Die sind natürlich gut, weil da kann ich von außen in die Kisten schauen. Naja, das ist ja alles gar nicht so schwer. Ziegelsteine klopfe ich mal aus der Farmwelt ab. Und dann kann ich ja meinen ersten Steamboiler schon bauen. Naja. Aber das ist alles noch Zukunftsmusik. Mal schauen wir den Sheep Hairdresser. Ja, das interessiert mich nicht, ob die Schafe hier mit oder ohne herumlaufen. Die Lunchbox wäre nicht schlecht. Da bringe ich mehr rein. Und ich bekomme hier. Oh, Supreme Pizza, das brauche ich für meine heilende Axt. Oder das brauche ich auch für die heilende Axt. Ah, da wird es schwierig werden. Da wird es schwierig werden, wenn ich mich entscheide. Da brauche ich Double Iron Blade. Nee. Was hat er jetzt gemacht? Also,
Naja, Sticker Finger in the Air, das brauche ich glaube ich nicht. A better way to make paper will ich jetzt auch noch nicht. More compact storage, das klingt gut. Ach, Double Iron. Naja, ich brauche also Eisen. Gut, in dem Fall werde ich. Wie viel habe ich denn Eisen? Ich habe ja hier Brown Limonite. Das ist doch Eisen. Dann mache ich mir jetzt mal noch 32 Eisenbahn. Ich weiß, dass es jetzt Vergeudung von Ressourcen ist, weil ich das ja später auch verdoppeln kann. Mit einem Macerator oder Macerator, wie man es aussprechen mag. Halt da rein. So. Gut. Ich habe das. Was ich jetzt machen werde, ich bin ja unten noch in der Mine. Und ich werde jetzt die Mine hier noch ein bisschen plündern. Mir so nebenbei ein paar Kisten bauen. Oder ich finde hier noch ein paar Loren mit Kisten. Ja, dann versuche ich hier mal wieder eine grobe Ordnung zu machen hier oben. Ich möchte nämlich auch diesen Meißel haben. Habe ich den schon eigentlich? Um mir quasi, den habe ich doch schon, ne? Genau, dann kann ich mir nämlich endlich mal eine gescheite Base bauen. Ich weiß bloß nicht, wie lange der hält. Dann kann ich mir mal ein gescheites Haus bauen. Ich würde dann das mit, ja, entweder mit so einem Bruchstein machen oder. Naja, die schaut. Ja, wahrscheinlich nehme ich den hier mit Tafel oder den mit Delle. Ich probiere es mal aus. Einmal die Delle. Wie lange hat denn die Haltbarkeit? Doch, ich glaube. Ich glaube, ich nehme den. Und mit dunkler Tafel, mit Tafel, mit dunkler Tafel. Und den dann quasi als Säule. Ja, so ähnlich werde ich das wahrscheinlich bauen. Das Ganze, oder ich werde mir zumindest ein paar Blöcke herstellen. Draußen scheint es schon wieder etwas dunkler zu werden. Der hält auch noch ein Stückchen. Gut. In diesem Sinne, Leute, bis zur nächsten Folge. Vielleicht fange ich dann auch an mit dem Garten und lasse das Steam-Alter ein bisschen so nebenbei dann laufen. Ich räume jetzt hier ein bisschen auf, klopfe mir noch ein paar Erze aus der Mine, um quasi auch noch genug Redstone zu haben für meine Bronzewerkzeuge und sammle Sand und Kies für die Schmelzerei. Und wenn ich die Waren dann zusammen habe, dann sehen wir uns wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn euch irgendwas auffällt, was man leichter machen kann oder was schwierig zu beschaffen ist, ja, sagt mal einfach, gebt mal einfach Hinweise. Ich bin noch nicht so ganz drin in dem ganzen Mod-Pack. In diesem Sinne, ciao.